So, Freunde, hallo und herzlich willkommen. Abseits der Fußball-Podcast, Folge 123. Und wir fangen direkt an. Ihr wisst, wir haben einen unfassbar grandiosen Gast. Deshalb, wir starten kurz die Runde. Mit dabei natürlich seit 35 Jahren an meiner Seite, Delaney. Guten Abend. Und es sind natürlich, wie ich immer betonen muss, 37,5, aber das macht nichts. Seit Du siehst aus, wie ich mich 37,5 fühle. Ja. unglaublichen Jahren an meiner Seite der Steffen. Vielen Dank. Mit dabei natürlich der Wunderbare. Er ist Sprecher, Schauspieler, er ist Mediencoach, er sieht verdammt gut aus und er ist ein absoluter Fußballexperte. Meine Damen und Herren, bitte Applaus für Norbert Deek. Oh, das bin ich. Dankeschön. Ja. Ich dachte, du redest über Marcel Nein, Reif. nein. Marcel Reif kriegt nicht so eine popelige Ansage. So, und dann der Benni Sachs, unser Trainer, zuletzt Würzburg und Mannheim, ist jetzt gerade im Moment in Verhandlungen für einen neuen Club oder mit einem neuen Club. Also, wir schauen jetzt mal, was da jetzt die nächsten Stunden noch passiert. Fällt heute leider aus, aber dafür haben wir einen ganz, ganz wunderbaren Gast. Und lasst uns bitte ganz kurz die Zeit nehmen, mal ganz kurz, weil es ist nur ein kleiner Anriss, diese unglaubliche Vita sich anzuschauen. Unser heutiger Gast, ihr kennt ihn alle, war unter anderem beim ZDF, Reporter bei Heute und beim Heute-Journal, 2 Jahre ZDF-Büro London und hat unter anderem das WM-Finale 94 kommentiert. Er war Chefkommentator bei RTL bzw. Bereichsleiter Sport. Er hatte eine eigene Kolumne beim Berliner Tagesspiegel. Er hat unter anderem das Champions League-Finale 2013 und 2016 kommentiert. Er war Experte bei Sat.1 für die EM 2016. Er war über 5 Jahre Experte beim Sport1 Doppelpass, die Kultshow überhaupt, was Fußball betrifft. Er hat einen fantastischen Podcast, Reif ist live, zweimal die Woche. Ich höre immer zu und bin fast immer seiner Meinung. Er ist unter anderem legendär durch den phänomenalen, durch die Kommentierung vom Torfall von Madrid. Dafür hat er unter anderem den Bayerischen Fernsehpreis bekommen. Außerdem Preisträger Deutscher Fernsehpreis und Adolf-Grimme-Preis. Und wir besprechen heute sein viertes Buch, das er veröffentlicht hat, erschienen im Echt-EMF-Verlag. Und außerdem nennen ihn Freunde nur den George Clooney des deutschen Sportjournalismus. Bitte Applaus, der wunderbare Marcel Reif. Guten Abend. So. Guten Abend. Herr Reif, die erste Frage an Sie. Haben Sie schon mal eine so fantastische Anmoderation gehört? Nein, nein, so fantastisch noch nie. Und wie gesagt, es macht mir fast Angst. Ja. Aber wenn es stimmt, stimmt es ja. So ist es. Herr Reif, die erste Frage. Sie haben ja das Buch rausgebracht, Auswärtsspiel, meine schönsten Reisen durch Fußball Europa. Und die erste Frage, wie lange hat es insgesamt, Sie hatten mal so schön gesagt, den Begriff, das Buch gebastelt, wie lange hat es insgesamt gedauert, dieses Buch fertigzustellen? Beziehungsweise die Frage ergänzend noch, ob Sie zwischendurch bei den Reisen auch nochmal einen Moment hatten, wo Sie gesagt haben, ah, das Restaurant, das Café, das habe ich verpasst, ah, ich muss auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil schreiben. Nee, weil das beschreibt ja eher Stationen und das lässt sich in so einem langen Reporterleben gar nicht vermeiden, die ich mehrfach aufgesucht habe. Zum Teil so, also ich habe mein letztes Spiel jetzt live kommentiert für meine Schweizer Freunde in Porto, das letzte Champions League-Finale. Und da habe ich gesagt, du, pass auf, Porto, jetzt habe ich das fünfte Mal. Porto ist auserzählt. Also das kenne ich. Da fällt mir auch nichts Neues ein. Natürlich verändert sich gastronomische Szene und was weiß ich. Also das mir ging es ja auch nicht darum, irgendwie wieder immer auf dem letzten Stand zu sein, was ist gerade das hipste und angesagteste Restaurant, sondern ich wollte eigentlich immer so beschreiben, was mir diese Städte und diese Stationen gegeben haben. Was hat sie für mich wichtig gemacht? Und dann waren das selten Restaurants, die du in irgendwelchen oder eben doch Restaurantführern findest. Wenn sie mir was gegeben haben, wenn ich mich da wohlgefühlt habe, dann habe ich sie erzählt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie im Nebel rumstoche, sondern da bin ich ziemlich auf der sicheren Seite. Das Besondere an diesem Buch, Herr Reif, ist, wie Sie es gerade erwähnt haben, es geht nicht nur um Fußball, es geht unter anderem um die Austragungsorte der EM 2020, die ja aufgrund der Pandemie auf dieses Jahr verlegt wurde, und Gastronomiebereiche, gewisse Abläufe, die Sie haben in den jeweiligen Städten. Und los geht dieses Buch mit dem Land des Europameisters Italien. Sie beschreiben Ihre Liebe zu Italien, das Essen, die Kultur, das Land. Warum gerade Italien? Was ist Ihrer Meinung nach, was macht Italien für Sie aus? Und vor allem speziell Mailand noch, über 50 Mal besucht Mailand. Also was macht das da für Körper und Seele?
Also jeder hat doch so seine Sehnsuchtsorte oder lernt auf dem Lebensweg irgendwo eine Stelle kennen. Das kann der Hunsrück sein. Das ist ja wurscht, was ich sehe. Das ist jetzt so Name-Dropping nach Mailand. Ja, klar, Madrid, Mailand, Hauptsache Italien, irgendwas, was bedeutet. So ist es. Aber jeder hat so sein Eckchen. Ich hätte auch Kaiserslautern sagen können, weil ich da in die Schule gegangen bin, weil ich da meine Fußballsozialisierung genossen habe. Und weil das immer noch so was ist wie, nee, Heimat ist falsch, ich habe immer nur ein Zuhause, keine Heimat. Aber das ist immer noch so etwas, wo ich mit klopfendem Herzen hingehe. So, und Italien hat sich ergeben, ich weiß nicht, ich fand die Sprache gut, ich fand das Fressen gut, weil uns der erwachsene Bruder eines meiner ältesten Freunde, da waren wir so 15, 16, gesagt hat, dann kommt halt mit, ich zeige euch mal ein bisschen, wie man lebt, wie man frisst, wie man eine Landschaft mag, wie man eine Stadt mag. So, daraus entwickelt sich dann erst eine Sprache, also ich spreche Italienisch sehr ordentlich, daraus entwickelt sich sind Geschäftsbeziehungen, weil ich mit meiner ersten Frau zwei Klamottenläden hatte, die ein zweimal im Jahr nach Mailand gezwungen haben. Und weil ich mich in die Stadt verknallt habe, dann war es auch ein Fußballtempel. Also San Siro war es immer. Ich war dann irgendwann mal bei einem Champions-League-Finale dort oder im Halbfinale und dann war es ziemlich voll. Ich glaube, es war sogar derbymäßig. Milan, Inter hat es da verschlagen in irgendeine Gruppenphase oder eine Endphase. Und dann sprangen die Leute so ein bisschen, wippten die so rum. Und dann dachte ich, mein lieber Freund, wenn du hier sauber rauskommst, ist es aber auch gut. Also, weil Beton ist auch selbst Beton, ist irgendwann mal am Ende seiner Möglichkeiten. Und deswegen, das werden sie auch abreißen. Das hat jetzt neue Stadion gebaut. Da wird was weggehen. Dann war es 1990 meine erste WM, wo ich wirklich mich wichtig machen konnte als Kommentator und so. Und so, das führt dann zu Italien und von Mailand führt das Turin. Ich würde heute behaupten, dass ich Italien möglicherweise besser kenne als Deutschland. Also wenn ich die Ostdeutschland dazu nehme, habe ich viele weiße Flecken. Wir haben uns jetzt ein Haus gebaut in Apulien, so um letzten Nagel in den italienischen, kein Altar reinzuhauen. und da fliegen wir, weiß nicht, einmal im Monat hin und wenn ich nicht da bin, fehlt mir was. Und ich quatsche da mit den Leuten und meine Frau lernt jetzt Italienisch, weil sie gar nicht alles übrig bleibt. Und ich fresse da gern und alle 50 Kilometer, wenn wir das so weitermachen, bin ich um Mitternacht, erzähle ich noch was über Italien. Ja, die Zeit, wir machen Special. Ja. So. Nein, du, alle 50 Kilometer ändert sich die Landschaft und die Küche. Also ich kann von Turin, Aostatal noch mehr, aber dann Turin und dann bis rüber nach Venetien, Friaul und runter nach Apulien, jetzt wo ich mich gerade saumäßig wohlfühle, kann ich das nachvollziehen und habe das auch alles eigentlich durchgenudelt. Um es kurz zu machen, ein sehr guter Freund von mir, der in Rom lebt, sagt, du, 3 Wochen machst du das, höchstens. Und dann merkst du, dass weder die Züge pünktlich gehen, noch du auf den Ämtern zu irgendeinem Potte kommst, sondern das nervt. Und das funktioniert nicht. Und dann verpisst du dich. Warum? Damit du dir deinen italienischen Traum nicht versaust. Genau so ist es. Jetzt mit dem Apulien, das ist so weg von der Salzstraße, so weit unten zwischen Bari und Brindisi. Und ich habe dort wieder einen ganz anderen Menschenschlag kennengelernt. Und ich genieße das auf eine Art, die ist schon infantil. Also, jetzt haben wir noch irgendwas anderes außer Italien, sonst. Ich kann euch noch. Mal, ich dachte, wir singen jetzt noch ein italienisches Lied. Also ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn wir noch ein bisschen durch Italien reisen, mental, weil das auch einfach ein Land ist, wo ich gerne bin. Aber ist das ein Grund, dass Sie jetzt vielleicht mehr Zeit in Apulien verbringen wollen, dass Sie sagen, oh, der Doppelpass ist jetzt halt mal vorbei nach 5 Jahren, dass Sie mehr Zeit haben? Auch das. Also es kommt sicher dazu, dass ich den Sonntag jetzt für mich habe. Das habe ich gemerkt. Wenn ich das weiter so durchziehen will, also bei meinem Schweizer PTV-Sender mache ich Experte für Champions League und haben mal gelabert, mach uns doch noch 10, kommentier doch noch mal 10 Spiele und das Finale und so. Und da habe ich gemerkt, dass A, sind Dinge erledigt,
wirklich erledigt. Und das klingt jetzt großkotzig. Ich weiß, andere junge Menschen würden sich, weiß ich nicht, vierteilen lassen, wenn wir ein Champions-League-Finale kommentieren können. Sie haben gerade, weiß ich nicht, zwei aufgezählt. Ich habe, glaube ich, 24 kommentiert. Final. Mit dem Weg dahin ist das ja so. Da ist kein Überdruss, damit wir uns klar verstehen. Nur ich habe gemerkt, pass auf, dass jetzt Porto im letzten, wann war das, Mai, es reicht. Ich will, mich interessiert nicht mehr so brennend die Nummer 18 auf der Bank noch. Und wie lange ist der in den Club ausgebildet worden, sondern mich interessiert, wie coacht Tuchel Guardiola aus. Also, du siehst, das ist dann eine andere und nicht die bessere Ebene, damit das nicht so klingt wie das andere ist nichts wert. Doch, ich sage euch mal ein Beispiel. Ich bin eng befreundet mit immer noch, weil es einer meiner ältesten und wichtigsten Freunde ist, Dieter Körten. Das ist der große Mentor. Der große Mentor, der mich unendlich viel über Fressen, Saufen auch gelernt hat, über Fußball gelernt habe, über Kommentieren, über Wichtigkeit von Sprache. Der hatte einen Flitz an mir gefressen und wollte mich als Assistent mitnehmen. Und dann bin ich anfangs mit ihm mitgefahren und dann hatten wir ein DFB-Pokalfinale und in Berlin. Und er hatte sein Hotelzimmer, ich meins. Und weiß ich, kurz vor der Abfahrt ins Stadion, so mittags um zwei, bin ich rüber, klopft der Dieter, du pass auf, ich habe noch rausgefunden, der hier, der war, ist wurscht jetzt, der war bei Sparta Rotterdam, der kam von Sparta Rotterdam zu denen. Und ich gucke ihm so ins Gesicht, erzähle ihm das so und merke an den Augen, das kennt ihr doch auch. Du redest mit jemandem, weißt ganz genau, du pass auf, red mit der Wand, da hast du mehr Chancen. Willkommen in meiner Ehe, Herr Ralf. Der ist völlig woanders. Und da sage ich, sag mal, Dieter, das ist dir wurscht, oder? Dass der jetzt von da ist. Und das war kein Vorwurf. Und dann guckt er mich an und dann sage ich, Dieter, weißt du was? Lass uns das Spiel heute noch machen und danach hör auf. Wie? Sag ich, Dieter, hör auf. Lass uns zusammen in die Stadien fahren, lass uns Spaß haben, aber mach das nicht mehr. Weil ich damals schon für mich selber begriffen hatte, entweder du machst das mit einer Akribie und einer handwerklichen 150-Prozentigkeit, ohne jede das lässt sich nicht verhandeln. Und wenn du das aber merkst, und ich habe das merkt ja bei meiner Vorbereitung, komm, ey, ist doch gut. Wurscht, das kriegt nachher der Ball rollt, das ist doch egal. Wenn du das machst, habe ich mir geschworen, dann hörst du bitte damit auf, weil du deinem eigenen Anspruch nicht gerecht wirst und nicht dem gerecht wirst, was Menschen von dir verlangen dürfen, zumal wenn sie dich relativ satt bezahlen. Punkt. Aber haben Sie diese Entscheidung schon mal bereut? Also zum Beispiel, dass Sie morgens aufgewacht sind und gesagt haben, na, an einem Sonntag, ach, der Doppelpass, da hatte ich eine Phase, jetzt 3-4 Monate später merke ich, wäre doch nicht verkehrt gewesen, da zu bleiben. Oder ist es, kennen Sie sich so gut, dass das Gefühl, wenn es da ist, dass es klar ist, okay, da gibt es kein Zurückrudern? In meinem Alter sollte man sich ein bisschen kennen. Ich habe das mit dem Kommentieren, das gebe ich zu, weil ich mein erwachsener Sohn ist jetzt 44 und das ist einer meiner besten, wenn nicht der beste Ratgeber. Als die Anfrage kam, kommentieren, und dann merkte ich so, ja klar, das erwischt so ein Eitelkeits- Schalter, so, ja, man fragt dich, lass dich ein bisschen bitten und dann wird schon. Und dann sage ich zu meinem Sohn, sag mal, aber kann es sein, dass das der Rücktritt vom Rücktritt ist? Sag mal, das kann ich gar nicht machen. Ja. Und dann sagt er, du, wem bist du denn Rechenschaft schuldig? Das ist wieder, klingt großkotzig, ist gar nicht so gemeint, sondern... Ja, aber in meinem Alter, mit dem, was ich gemacht habe und was ich gelassen habe und was ich falsch gemacht habe und richtig gemacht habe. Die Kilometer, die Sie geflogen und gegangen sind. So, bin ich niemandem Rechenschaft schuldig. Und wenn ich Lust habe, mache ich es. Es sei denn, aber dann bin ich mir Rechenschaft schuldig. Es sei denn, es ist mir wurscht, ob der von Sparta Rotterdam dahin kommt oder nicht. Der Stelle, und das habe ich gemerkt in Porto, pass auf, es ist auserzählt. Ich mag nicht mehr Play-by-Play, danach mich hinsetzen und mich tun und den Experten geben und ja, ich kann euch gerne noch ein bisschen was erzählen zu Ding. Da kenne ich mich immer noch richtig gut aus und das mache ich in der Schweiz Mitte der Woche. Aber um jetzt die Frage jetzt endlich zu beantworten, der Sonntag ist frei,
der Champions League ist Mitte der Woche, Bild TV ist Sonntag, Freitagmittag fertig und dann fliege ich von Berlin nach Bari. Und wenn es nur von Freitag bis Sonntag ist, ich merke, dass ich das brauche für mich. Ja. Und dann würde ich mir den Job versauen, so rum, und ich würde mir mein Italien nicht gönnen. Und das kann ich, und das auch hier, Achtung, die Uhr tickt, ich kann mir das in meinem Alter beides nicht mehr erlauben. Ich wollte mal fragen, wie hat denn Dieter Kürten damals reagiert, als Sie das an der Tür gesagt haben? Er hat mich angeguckt und hat danach kein Spiel mehr kommentiert. Holy. Ui. Also so stark ist die Männerfreundschaft. Die ist sehr stark. Und das kannst du nur, daran kann man ja Freundschaften messen, wenn du entweder Maul halten kannst zusammen. Ja, ja. Oder du kannst Dinge sagen, die kannst du deiner Frau nicht mehr sagen, weil die sagt, geht sie nicht gut. Aber das hat funktioniert. Ich wollte ganz. Oh, Entschuldigung, Norbert, ja. Ich habe zu. Weil, als ich Dieter Kürten gelesen habe und gemerkt habe, dass das so eine wichtige Person für sie ist, das hat mich erstes Mal gefreut, dass der sozusagen diesen Platz da hat, weil der für mich damals, so in meiner frühen Kindheit, auch eine ganz wichtige und eine super angenehme Person war in diesem ganzen Bereich. Mhm. Ich empfand ihn auch immer im Sportstudio einfach sehr echt und authentisch und menschlich. Ja. Mhm. Ich weiß noch, wie er einmal was schiefgegangen ist, mehrfach. Und das war der Einzige, bei dem ich das Gefühl habe, es ist nicht peinlich, sondern er sagt dann, Kollege, wo er mal zu dem einen Kollegen oben sagte in der Regie, ich komme gleich mal hoch, dich etwas würgen. Ja, das war alles offengelegt und es war alles, ich dachte, das ist angenehm. Weil sie sagten, das war so ein Mentor. Was heißt denn das konkret? Sie fangen da an in der Sportredaktion. Was gibt der Ihnen handwerklich mit oder von der Beziehung oder von den Kontakten, die es gibt? Was gibt er Ihnen damit? Also erstens hat der mich gekeilt weg, weil ich beleidigt war, dass meine Korrespondentenkarriere aus welchen Gründen auch immer gestoppt hat und ich nicht den London-Job kriegte. Und da war ich so angepisst und wütend und wirklich wie ein kleines Kind abgeschmollt. Und ich hätte werden können danach, als der Chef, der war später in der Land beim SWR, der Peter Voss, als der merkte, der war der heute Journalchef, und als er sagte der, pass auf, jetzt machst du mal Weihnachten und gehst nur nach diesem Weihnachten, Neujahr, wurde Dieter Kürten Sportchef beim ZDF, Chef, Sportchef. Und kurz vor dieser Weihnachtszeit sagt mir der heute Journalchef, pass auf, jetzt, ich merke ja, was los ist. Du fühlst dich nicht wohl, der hatte viele Gründe, aber das auch, dieses London. Jetzt pass auf, jetzt machst du mal Urlaub, die paar Tage, wenn du zurückkommst, wirst du wirst du Chefreporter heute Journal. Oh la la. Das ist schon ziemlich, da kriegst du schon drei Tiere, auf die Epaulette kriegst du schon was rangestiegen. Und ich weiß nur, wie ich sage, Peter, too little, too late. Kürten hatte zu mir gesagt, hör zu, ich habe immer mit denen Fußball gespielt, mit den Sportleuten. Ja. Und war dort so ein bisschen embedded, so als. Die haben mich lieb gehabt. Also erst konnte ich ganz gut kicken, zweitens kam ich da von den anderen Journalisten im Hause und die anderen guckten immer so auf den Sport runter und ich fühlte mich dort sauwohl mit den Jungs und haben ein Bierchen getrunken. Und Dieter sagte, hör zu, ich werde jetzt Sportchef, wenn du willst, wenn du so angeödet bist vom Journal, wenn du was anderes machen willst, komm, kannst machen, was du willst. Ich sage, wie, was? Ja, du kannst tun und lassen, was du willst. Ich will, dass du mir hilfst, dass wir da eine andere Qualität hinkriegen. Und dann sagte, und so, das war das, was er von mir erhofft hat. Und was ich von ihm gekriegt habe, war zum Beispiel, da liegt ein Spieler auf dem Boden und dann so, jetzt kommen Sie mit der Bahre. Darauf sagte der, tu mir mal einen Gefallen beim nächsten Mal, wenn die mit der Bahre kommen, hast du ein Problem. Wenn du es mit der Trage belassen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Nicht dramatisiert, ja. So, ja, aber verstehst du? Er hat ein bisschen auf Sprache offensichtlich geachtet. Ein bisschen, der hat jedem, der den Genitiv nicht benutzt hat, hat er so zwischen die Hörner geballert. Und ich durfte dann auch denen sagen, Leute, ja, wenn wir mal so Journalismus wie du, so richtigen Journalismus, dann habe ich gesagt, habt ihr sie noch alle? Da war ich dann wirklich mit Herz dabei auch schon. Für die Quote, die wir kriegen mit einem läppischen, verschissenen Fußballkick,
da musst du in der da könnt ihr stricken, bis sie schwarz werden. Also deswegen, nur lass es uns bitte nicht machen mit einer Sprache eines mittelmäßig begabten Schimpansen. Lass uns über Fußball reden mit mehr als 200 Wörtern. Das muss doch möglich sein. Und das hat der mir beigebracht, Curtin. Und nochmal deutlicher gemacht, als ich es schon im Kopf hatte. Sprache war mir immer wichtig, aber so wichtig habe ich erst durch ihn gelernt. Und letzter Satz. Nur ein fröhlicher Zeisig kann richtig gut trällern. So ist es. Hat er das wirklich gesagt? Als ich das gelesen habe, dachte ich, das denken Sie nicht wirklich. Nur ein fröhlicher Zeisig kann schön trällern. Weil ich am Abend vor dem Spiel zu ihm aber gesagt hatte, für YouTube hier markiert, geiler Satz. Geiler Satz. Im Buch, Auswärtsspiel. Ja. Und wenn ich am und zwar kam ich am Vorabend und wollte ihm sagen, du pass auf, Dreierkette, Viererkette, Tralala und Hopsasa, das wäre sehr wichtig, sehr gut bemerkt. Darüber reden wir noch in Ruhe. Nur, ich weiß schon, wo wir heute Abend essen gehen und ich habe auch schon einen Sponsor gefunden. So, und jetzt machen wir es uns mal lustig und dann kann nur, denn du weißt doch, nur ein lustiger Zeisig kann fröhlich trällern. Also der Mann wird mir immer sympathischer. Auf jeden Fall. Der kann immer noch leben und arbeiten. Das dann, weißt du, wenn es nur einer gewesen wäre, dann hätte, scheiß auf den Kick, das kriegen wir morgen schon irgendwie Regeln. Lass uns jetzt mal, jetzt gehen wir mal richtig auf die Walze. Nein, nur das haben wir durchgezogen. Und da hab ich die Bedeutung davon begriffen und habe sie gelebt und habe sie genossen und ich habe sie bestätigt gefühlt, diese Maxime. Wenn der Abend lustig war, und ich mich wohlfühle da, wo ich bin, setze ich mich hin und sage so, und jetzt nehmen wir die nächste, größte Nebensache der Welt und kicken mal 90 Minuten. Und zwar mit einer Lust und Laune, wie es sie braucht. Ich glaube auch der Rosenthal oder der Fuchsberger hatte das mal gesagt, wurde mal vom Reporter gefragt, wie machen Sie das denn, wenn Sie Samstag da die große Show sind, sind dann nicht aufgeregt? Ich dachte, nee, ich gehe abends, einen Abend vorher gehe ich bis 5 in die Kneipe, hab dann noch so busy und dann bin ich auf Betriebstemperatur. Also das war wirklich noch so leicht einen im Tee, dann abends auf die Bühne und der war total tiefenentspannt. Ich wollte ganz kurz, Leini, ganz kurz nochmal, also wirklich Buchempfehlung, Auswärtsspiel und ich hatte mir mal bei Amazon, weil es ist ja nicht nur das, ich bin ja sowieso, ich habe es ja mal Ralf schon gesagt, ein großer Fan von ihm, aber auch die Kritiken, also es gab Kritiken unter anderem bei Amazon, gibt natürlich noch tausend andere Anbieter, von unterhaltsam bis damals Doppelpass deutlich an Niveau gewonnen durch Marcel Reif, echt gut geschrieben, als Geschenk gekauft und bereits verschenkt, sehr gut angekommen, also da war viel tolles Feedback dabei, aber ein Feedback wollte ich kurz noch vorlesen, das hatte ich gefunden, das hat mich am meisten berührt und hat quasi am meisten wiedergegeben, wie ich das Buch empfunden habe, und zwar war das, ich weiß gar nicht, wie der Herr hieß, der hatte geschrieben bei Amazon als Feedback: Das Buch war an den Ecken etwas beschädigt, daher nur 4 Punkte. Da dachte ich mir, damit ist alles gesagt. Ja, alles gesagt. Gut, keine guten Ecken geschossen. Das war die Idee, das ist nicht Literatur, das wird auch kein Nobelpreis gewinnen, Literatur, aber das war auch nicht die Idee. Die Idee war wirklich mal, mir selber so ein Ding hinzulegen und meine Söhne sagen, Vater, ja, das macht mir, da bin ich auch noch hin, so. Obwohl ich heute Abend das schon als sowas wie ein literarisches Quartett empfinde. Ja. Oh, mit im Grunde Marcel Reif-Ranitzky, wenn man so will. Ja, natürlich. Ja, ja. So, jetzt ist er gleich auch gleich. Aber Names hat was, ich weiß. Jokes. Ich konnte nicht anders. Das aber ein. Oder Leini, hau erst mal raus. Weil ich habe 1000 Fragen. Ich könnte natürlich weitermachen. Mach du es. In dem Buch eine Stelle, ich musste sie markieren, weil sie auch zu uns passt, weil wir dieses Thema fast in jeder Sendung haben. Und zwar geht es um die Stadt Turin und um Juventus. Es geht um die Vermarktung, das Logo wurde geändert, das Wappentier, der Stier wurde rausgenommen. Sie haben sich sehr empört gezeigt im Buch. Und es geht dann um quasi den Satz, wir geben uns den Chinesen hin, wir machen weltweites Marketing. Das ist bei uns immer ein Thema, was die Finanzielle angeht. Stadionnamen werden verkauft. Mehr weiß ich überhaupt nicht mehr, in welches Stadion gehe ich denn dieses Jahr. Und meine Frage an Sie, wenn Sie jetzt mal Ihr Fußballerleben als Fan und auch als auch den beruflichen Weg Revue passieren lassen, von damals bis heute mit dem ganzen Kram, mit dem Geld und so weiter, wie viel Spaß macht Ihnen der Fußball heute noch? Dann mache ich es mal als mit einem Totschlagargument. Also wenn du Paris Saint-Germain spielen siehst gegen Manchester City, das ist geil.
Ja. Das ist 90 Minuten lang das Beste, was du an Fußball sehen kannst. Das sehe ich genau. Auf der einen Seite genauso, aber... wenn ich die Frage richtig verstanden habe, war das die Frage zwischen und diesen 90 Minuten. Herr Reib, das müssen Sie gerade nochmal wiederholen. Wenn es darum geht, musst du mir was Besseres zeigen als das. Und ich möchte ganz kurz an dieser Stelle, weil natürlich habe ich wie immer Reibes live gehört, morgens in der Bahn, während ich zu meinem unterbezahlten Job gefahren bin, aber davon abgesehen. Und da war zu Gast DFL, noch DFL-Chef Christian Seifert, und der hat einen Satz gesagt, der hat mich richtig, ich wäre fast in die Luft gesprungen, der Satz, die Deutschen moralisieren. So, und das ist für mich in dem Fall ein ganz. Wir hatten das auch schon bei Abseits der Fußball-Podcast. Es geht um Kohle, um Scheich, um Investoren, bla 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 bla. Aber Newcastle jetzt, bestes Thema. Aber Newcastle, never forget, genau. Guck dir die ganzen Themen an. Die, die am lautesten schreien, die bestellen irgendwie morgens, mittags und abends bei Amazon, von denen man weiß, dass die Jungs und Mädels komplett unterbezahlt sind und schlechte Arbeitsbedingungen haben. Das sind die, die, sobald sie Urlaub haben, in den billigsten Flieger steigen für 2,50 Euro und denen das völlig wurscht ist, wie viele Leute da, kann da jemand seine Familie mit ernähren. Und das Allerwichtigste ist, das sind die Leute, die tragen Markenklamotten von Nike, Puma und wie es alles heißt. Und wo wird dieses Zeug hergestellt? Von kleinen Arbeiterhänden irgendwie in Bangladesch. Und das sind dann die, die am lautesten schreien und sagen, die Scheiße und der Fußball wird verkauft. Und ich sage, Freunde der Sonne, das ist verlogen. Deshalb finde ich, der Satz ist absolut richtig. Das stimmt schon, aber sie schreiben ja auch, sie sind Fußballromantiker und Traditionalist. Es ist nicht irgendwie schade, dass der Fußball diese Entwicklung genommen hat. Das ist das, worauf ich dann eigentlich auch hinaus wollte. Ich hätte es besser erklären müssen. Aber jetzt mal als Sie machen gerade einen großen Fehler. In Ihrer Frage. Sie machen den größten Fehler und das ist der entscheidende Fehler. Sie sagen, der Fußball. Es gibt den Fußball nicht mehr. Ihr seid Waldhöfe, habe ich das richtig verstanden? Frankfurter. Frankfurter, ja, der Benni, der Kollege. Ja, das ja. Der Norbert ist Offenbacher. Oh nein, nein, entschuldige mal. Jetzt wird's persönlich. Nein, nein, aber jetzt passt auf, das ist darauf wieder hinaus. Den Fußball gibt es nicht mehr. Das ist das Einzige, wo die Heuchelei aufhören muss. Wenn der Präsident von Union Berlin, was ein Zuckerclub ist und macht auch Spaß und das Stadion ist super und die Leute haben ihren Spaß, nur dessen Probleme sind nicht die Probleme von Bayern München, von Borussia Dortmund, von RB Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen und dann wird es langsam eng. Dann kommt an der Schnittstelle Mönchengladbach. Also wenn wir noch ein bisschen streiten wollen, ist Mönchengladbach ist so ein Club. Die anderen, die ich euch eben gerade erzählt habe, sind weg. Einfach weg. Und es macht keinen Sinn, Bayern München gegen den VfL Bochum Fußball spielen zu lassen. Null. Außer im Pokal an dem verregneten Novemberabend, wo der Boden so tief ist, und wo die sich die Beine brechen und die Bochumer aus 40 Metern irgendeinen Ball reinrutscht. Und dann haben wir unseren Spaß. Deswegen den DFB-Pokal darfst du nicht anfassen. Und auch von der ersten Runde an. Ab bitte nach zum Bremer SV und nach Meppen und so. Da treffen sich diese Welten noch. Aber in einer gemeinsamen Liga völlig sinnlos. Und im Übrigen nicht nur bei uns, sondern in Frankreich. Das hat in Paris Saint-Germain mit der französischen Liga zu tun. Juventus Turin macht gerade eine Auszeit, weil sie was zwingen wollten mit 50-Jährigen. Noch Profifußball spielen. Das stellen Sie gerade fest. Das kriegen und mit einem Weltstar, der da zwischen den rumturnt, auch nicht mehr der Jüngste und auch nicht mehr so rennen will. Da haben die festgestellt oder haben uns verrannt, das werden die korrigieren, dann werden sie wieder Meister, wenn sie es werden wollen. Spanien, also wenn Barcelona sich nicht selber zerlegt und dich in die Pleite marschieren lässt. Das ist im Übrigen bitte nicht das Kontraargument. Wir leben in einer freien Gesellschaft und ein Parameter für eine freie Gesellschaft ist die Chance zu scheitern. Wenn du dich umbringen willst, muss man dich das machen lassen. Und das hat Barcelona super hingekriegt. Real Madrid ist gerade tot. Real Madrid wird in den nächsten Corona-Zeiten, die große Demut. Real Madrid wird ein Mbappé kaufen. Und wenn sie Lust und richtig Lust haben und der Benzema sagt, du pass auf, ich müsste auch mal was anderes nochmal machen, dann werden sie den Haaland auch noch dazu holen. Warum? Weil sie es können. Die Kataris, na, weil sie es können. Die Vereinigten Arabischen Emirate, es wird keinem Kind Milch genommen, damit das klar ist. Deswegen da die Moral. Saudi-Arabien, ja, die Newcastle darf selber für sich entscheiden. Aber gehen wir dahin, habt ihr die Bilder gesehen, die bescheuerten Fans? Wahnsinn. Ich glaube, 97% wollten das und sind da total begeistert. Mir geht es nur darum, nicht heucheln. Und deswegen glaube ich,
es wird in Offenbach Fußball gespielt werden und das wird Spaß machen, am Sonntag dahin zu gehen. Und in Frankfurt wird es Spaß machen, Bundesliga zu gucken, aber nicht Spaß machen gegen die, die jedes Jahr weiter weggehen werden. Champions League ist Fluch und Segen. Das Antrittsgeld sind 30 Millionen Minimum. Wenn du nicht alles falsch machst, schaffst du es bis über den Winter, dann kommst du bei 40, 50 Millionen raus. Der Tabellenplatz 5 hat die 50 Millionen nicht. Und die, mit die sie haben, werden, wenn sie es denn noch müssen, dafür sorgen, dass sie im nächsten Jahr wieder die 50 kriegen. Der Fünfte hat sie immer noch nicht. Werder Bremen wird in unserem Leben nie mehr Champions League spielen. Nie, nie wieder. Ich habe die noch kommentiert mit dem Satz, meine Damen und Herren, Sie wissen hoffentlich, dass heute Abend ist Werder Bremen einmal mehr in Landesmeistercup oder Champions League als die ruhmreichen Bayern. Das habe ich wörtlich gesagt. Ja. Und danach, weil es stimmte, die Schere so, die geht immer weiter auseinander. Ich sage, pass auf, dann halte ich den Mund, aber ich sage euch noch eine Sache. Ich bin irgendwie Kuratoriumsvorsitzender der DFL-Stiftung. So Gutes tun und Weihnachten irgendwo hinfahren und irgendwas überreichen. Und da musste ich vor 2 Jahren, glaube ich, Weihnachten zu Jahn Regensburg. In meinem Leben war ich noch nicht bei Jahn Regensburg. Es hätte mich auch beruflich niemals dahin verschlagen. Ich komme dahin, haben die sich ein neues Stadion gebaut, genau in der Größe richtig, 25.000 Leute, nicht überdreht, ganz normal. Du gehst rein im VIP-Gelände, da ist der örtliche Apotheker und der Autohändler mit seiner Gattin und die Kinder spielen da hinten. Irgendeine bayerische Gruppe spielt da irgendwelche Blasmusik. Es gibt sehr ordentliches bayerisches Essen. Dann kicken die gegen St. Pauli, das war ein Albtraum, aber sie kicken, sie gewinnen 2-1. Die Menschen hatten einen Spaß. Ja. Als ich mit allem fertig war, gehe ich raus, setze mich ins Taxi und beim Wegfahren zum Bahnhof drehe ich mich nochmal um und denke, weißt du was, genau so ist es richtig. Nur die haben mit Bayern und mit Paris Saint-Germain und mit Saudis nichts zu tun. Und es wird auch kein Saudi dorthin gehen und sie kaufen. Und wenn er es tut und sie nehmen das Geld, machen sie Selbstmord. Dann können sie den Laden zumachen. Wenn sie es aber mit ihren Mitteln schaffen, dass am Sonntag die Menschen aus der Gegend, aus der Region dahin gehen, ihren Spaß haben am Fußball. Mittwochabends, Herr Kollege, ich sehe, wie Sie gucken. Mittwochabends werden wir gemeinsam aber Champions League gucken im Fernsehen. Und dann gucken wir und gucken uns mal 1,5 Stunden an, wie Mbappé gegen Gündogan auftritt und wie das aussieht. Und das ist eine andere Art Fußball. Und ich meine das nicht. Ja, ja. So. Ja, ja. Ich gehe sonntags, bin ich in der Schweiz noch zuweilen, 4, 5 Mal, 10 Mal in der Schweizer Liga. Wenn du bei Lugano gegen Servette Genf jedes Mal sagen würdest, aber hier spielen nicht die Bayern heute, glaube ich, hättest du ein Problem. Wenn du dich sagst, da sind 18-Jährige, die dürfen spielen, weil sie Talent haben, die werden ausgebildet und dann gehen die nächstes Jahr, werden die irgendwo wegziehen. Lugano kassiert ein bisschen was, kann weitermachen. Es sind verschiedene Welten. Das Problem ist nicht, dass das so geworden ist. Das Problem ist, dass man versucht, die Dinge wieder besseres Wissen zusammenzuzwingen. Das wird so nicht mehr funktionieren. Das heißt, wenn ich mich richtig ausgedrückt habe. Das heißt für Sie eigentlich unabwendbar, dass sowas wie die Super League auf jeden Fall kommt. Das ist immer der Running Gag. Mindestens 3 bis 4 Jahren, aber vernünftig gemacht und nicht dilettantisch und sich so gegen alle. Das musst du gemeinsam machen. Das wird man gemeinsam, weil es alternativlos ist. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass die Bayern in dieser Liga Fußball spielen. Aber das Argument, was ich gehört habe von dem Realpräsidenten, der im Grunde gesagt hat, ja, wir brauchen einfach mehr Erlöse, weil einfach alles teurer geworden ist, das hat sich dann meiner Ansicht nach, ich meine, den Kapitalismus kennen wir alle so ein bisschen bei Retro Leben. Ja. Das hat sich nach 5 Jahren Super League ja auch wieder erledigt, weil die Preise natürlich mit den gestiegenen Möglichkeiten explodieren werden und wir werden irgendwann mal 500 Millionen zahlen für den Spieler. Aber man darf ja auch nicht vergessen, wer finanziert das alles? Es wird vor allen Dingen von den Fans finanziert. Die Fans sind. Also ich kann natürlich auch sagen,
Da geht's los. Also im Moment kommt ja auch ganz viel. Real Madrid finanziert nicht die Fans. Das glaube ich auch. So viel Geld kannst du gar nicht generieren. In Real, den Madridismo, aber das, was die an Trikots kaufen, ja, das ist ganz lustig. Yeah. Merchandise? Merchandise. Plus, was die an Tickets kaufen. Leute, diese Super League wird von irgendwelchen saudischen, katarischen Scheichs mit Milliarden subventioniert. Ja, aber weil die doch auch wissen, dass das Geld wieder reinkommt. Warte mal, nur Norbert, Herr Dick, folgende Widerspruch. Gerne Norbert. Da wird nichts explodieren, sondern die werden das tun, was man schon längst hätte tun müssen. Nach amerikanischem Modell werden die sich einen eigenen Closed Shop bilden, eine eigene Liga, und in dieser Liga werden eigene Gesetze gelten. Das, was man im Moment probiert, mit Financial Fair Play ist so ein zahnloser, lächerlicher Tiger, weil du es nirgends durchsetzen kannst. Ja. Freie Marktwirtschaft und jeder Club, dem du das richtig um die Ohren haust. Erstens zahlen die irgendwelche Strafen, die Kataris aus der Portokasse. Aber alles andere ist freie Marktwirtschaft und europäisches Arbeitsrecht. Du kannst gar nicht von außen sagen, Schluss jetzt, das kannst du nur von innen. Ja. Und wenn so eine Super League sich eigene Gesetze schafft, so wie die Amerikaner das machen. Du wirst ein Draft-System haben, es wird keineswegs so sein, dass nur der. Sie werden alle gleichermaßen finanziert sein, werdet ihr sehen. Die Wette halte ich. Und sie werden sich eigene Gesetze geben, es wird eine Obergrenze geben dessen, was man an Gehältern zahlt, es wird eine Obergrenze geben für Ablösesummen. Glauben Sie? Ja. Also ja, genau das würde ich denken. Und das Geld wird nach unten durchfließen, wenn du dir Spieler holen willst von Jan Regensburg, werden sie denen auch Gutes tun. Sie werden für Spieler bezahlen, sie werden für Ausbildung bezahlen, die werden sich keine Jugendakademien halten. Gar nichts werden die machen. Die werden mittwochabends Zirkus spielen. Und es ist wirklich der geilste Zirkus in der Stadt. Leute, nochmal, deswegen darauf bestehe ich. Also ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich keine zwei Meinungen, dass der Fußball an Qualität in den letzten 20, 30 Jahren extrem gewonnen hat. Ich habe selber gekriegt, wenn ich heute unten am Platz stehe, in der Schweizer Liga, die knallen sich auf 5 Meter das Zeug ab. Wenn das einer mit mir gemacht hätte, die gesagt, glaub, wir treffen uns Ja, vor allem, was ist mir denn lieber, wenn ich so eine Situation habe und sehe Spitzenfußball und irgendwie es fließt halt die Kohle, oder mit Verlaub, ich habe Kaiserslautern, dritte Liga, Platz 10 und sage, das ist der freie Fall. Also dann doch lieber ein bisschen subventionieren und sagt, ja, also ich bleibe dabei, wenn bei der Frankfurter Eintracht, und der geht es jetzt wirtschaftlich ja noch halbwegs im grünen Bereich, wenn da ein Scheich kommt, sage ich Hallöchen, willkommen und spiel 50 plus 1, alles in einem gewissen Rahmen, aber es geht nicht, wenn ich gegen die Finanzierung oder gegen diesen Fußballkapitalismus bin, dann muss ich mir Tischtennis aussuchen oder irgendwie Minigolf, dann bin ich beim Fußball falsch. Das ist einfach Masse. Musst du zu Bergen-Enkheim oder irgendwo. Und das mache ich nicht schlecht. Das klingt so wie, da musst du halt in Sumpf rein. Überhaupt nicht. Wenn du nur noch mit dem Herzen denken willst, dagegen habe ich ja nichts. Das machen Fans. Deswegen, Fans sind dumm wie Bohnenstroh. Warum? Weil sie blind sind. Und weil sie nicht mit dem Kopf denken. Das sollen sie auch. Das ist doch völlig in Ordnung. Nur, dann musst du dahin gehen, wo das Herz ausreicht. Sobald der Verstand anfängt, kommst du an eine Grenze. Und an der Stelle steige ich aus der Diskussion aus, weil ich keine Lust habe, Unsinn zu drehen. Natürlich gibt es auch moralische Erwägungen. Und natürlich kannst du sagen, mit Saudis mache ich keine Geschäfte. Bin ich sofort dafür. Wenn du das durchhalten kannst, hast du meine größte Sympathie. Ich bin aber nicht bereit zu sagen, in Newcastle, ihr seid Verbrecher, ihr seid Mörder. So ist es. Genau. Das ist mir, das meinte der Seifert auch, zu billig, zu deutsch, zu läppisch, das Zeigefingerchen und einfach mal die Sau rausgelassen und die reine Lehre. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, hat mein schlauer Mann Brecht gesagt. Aber das muss es ja nicht sein. Du kannst moralische Werte mitnehmen. Allerdings bitte sag nicht, wenn du bei Union Berlin bist, Herr Singler, du kannst nicht sagen, die Bayern haben sich an unseren Werten zu orientieren. Die haben andere. Das magst du bedauern. Das kann sein, dass wir irgendwann mal die Absprung verpasst haben, die Kreuzung verpasst haben. Es ist nur, wie es ist.
Und weißt du, da bin ich zu alt für. Also, die Diskussion zu führen, die zu nichts führen, außer zum nächsten Samstag und Bochum kriegt 8 Stück. Und wenn die Bayern noch Lust gehabt hätten, hätten sie nicht Mitleid, weil die verbandelt sind, die Fans bei Bochum von früher noch. Jetzt 12 oder 15 gegeben. Das hat mit Sport nichts zu tun. Und letzter Satz, das sage ich mit 71. Meine jüngeren Söhne sind 21 und 20. Die gucken Champions League und die gucken NFL und NBA. Und ich sage, aber das ist doch reiner Kommerz. Vor Jahren habe ich das mal gesagt. Nee, Papa, das ist nur ehrlich, das ist nur sauber. wenn die New England Patriots 3-mal Meister werden, dann schrillen alle Alarmglocken. Wenn die Bayern zum 25. Mal Meister werden und wieder den verdammten Briefbogen wieder ändern, aber ansonsten ist es völlig wurscht. Also du musst Platz 4 erreichen. Dann hast du die Champions League und der Rest ist via, via, via. Ja. Und jeder Otto Normalverbraucher arbeitet. Dann haben wir ein Problem. Nicht wir. Und das macht doch jeder Otto Normalverbraucher Arbeitgeber, egal wo du bist. Wenn du einen Arbeitgeber findest, der sagt irgendwie, ich gebe dir nochmal 500 mehr oder 1000. Das ist natürlich eine andere Dimension, aber natürlich machst du das. Du musst wirtschaftlich denken, sagen, ich muss da meine Familie ernähren, meine Katze hat ständig Hunger. Also was soll ich denn machen? Was du sagst, also der kann ich nicht kommen mit Moral. Also, Mika, es gibt nichts zu essen, es gibt Moral. Bevor irgendwelche Leute dann jetzt Amok laufen, ich hätte auch ohne das alles leben können. Wir hätten bin quasi das lautet noch in die auf der gab es so eine Kurve, die gibt es nicht mehr, die Südkurve, die Westkurve hieß die bei uns. Und da durfte ich als C-Jugendspieler, kriegten wir ein Ticket für Samstag, durftest du da oben rumstehen. Dabei hätten wir es belassen können. Und ich habe das Abschiedsspiel gesehen. Das alles hatte einen wunderbaren Reiz. Ich behaupte, die Entjungferung ist passiert mit der Champions League. In dem Moment, wo so viel Geld reinkommt, zunehmend, schaffst du ein Monster, das sich selber nährt, und wenn du da was versuchst abzuhacken, kriegt es 6 neue Arme und Tentakel. Und das ist die Wahrheit. Sollen wir was Schönes reden? Oder ja, also ich hätte tatsächlich, obwohl das Ambivalente bleibt. Ne? Ich finde den Fußball natürlich heute auch geil, weil so guten Fußball habe ich noch nie gesehen, wie wir jetzt sehen können. Ja. Und trotzdem vermisse ich sowas wie, hey, Kaiserslautern, direkt nach dem Abstieg aufgestiegen und Meister geworden. Diese Geschichten werden wir nie mehr sehen. So. Get over it. Und das war aber großartig. Gut, ich habe es geliebt. Also, ja. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Da habe ich am Parkplatz gestanden und habe Radio gehört. Ich bin geheult wie ein Schlosshund. Herr Reif, ich wollte ganz kurz nochmal fragen, weil wir hatten das Thema jetzt auch Moral etc. Könnten Sie sich vorstellen, Ihre Karriere, Ihre brutal, wahnsinnig tolle Journalismuskarriere heute zu starten. In Zeiten, es gab zuletzt, es hieß immer, ich hatte mal gelesen in dem Zusammenhang, Marcel Reif polarisiert. Es gab diesen Moment Doppelpass und es gab diesen Begriff, der gefallen ist, wo es danach, ich sag mal, ein bisschen Shitstorm gab, etc. pp. Also viel Shitstorm. Also können Sie sich vorstellen, die Karriere heute noch zu starten, beziehungsweise war das auch ein Grund zu sagen, für mich ist Doppelpass beendet, ich kann so in der Form, es gab auch das Beispiel vor kurzem, Jörg Dahlmann, hat auch einen Spruch gebracht und so. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer in Zeiten von Gendern, Sexismus und was es alles noch gibt. Freund hat gestern Abend, sagt er, Frauen zu Hause, guckt weg, darauf geht's los, Sexismus. Und was die rausgeballert haben. Ich sag Ihnen was, pass auf. Das ist ein Thema, das haben wir heute Abend nicht, aber das ist in meiner Familie, habe ich genug Hintergründe. Ja. Dazu ist das Thema Rassismus zu wichtig und Sexismus viel zu wichtig und Nichtgleichberechtigung und Machtmissbrauch von Männern. Und so. Da können wir stundenlang drüber reden. Mhm. Aber weißt du, wenn du das mit so kleiner Münze handelst, versaust du das. Du gibst diesen Arschgeigen und diesen Neandertaler, gibst du dir das Argument, dass die sagen können, ihr habt sie doch nicht mehr alle, oder? Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht, weil der sagt, Frauen mal weggucken, das könnte für Sensible, fuck you, ey. Einmal, seid mir nicht böse. Ich sage, absolut. Das machen irgendwelche Jungtürken, sondern die Dinge. Dann bitte einmal Wikipedia Jungtürken um es einmal nachtreten. Ein Grund beim Doppelpass Schluss zu machen war unter anderem der Umgang der dortigen Redaktionsleitung damit. Das war mir ein bisschen
kurz gesprungen. Und die Abhängigkeit, die vermeintliche von solchen sozialen Medien und vom Shitstorm. Wahnsinn. Das schafft eine, und das werdet ihr mir heute Abend nicht mehr beibringen, das schafft eine Pseudowucht und eine Pseudogewalt. Also das habe ich noch bei Sky erlebt. Du, wir hatten gestern wieder, was hast du denn wieder? Sag ich, was ist los? Shitstorm. Sag ich, was denn? 35 Dinge hatten wir. Sag ich, pass auf, gib mir 2 Minuten, ich hole dir 36, die finden mich nur Huste, finden die mich brillant. Ist es dann gut? Haben wir dann gewonnen? Verstehst du? Es geht, dazu sind die Dinge zu ernst und zu wichtig, als dass es eine Mob ausliefern möchte, der intellektuell der Sache nicht gewachsen ist. Ein gestorbener Freund von mir, Werner Scheider, der Kabarettist, in irgendeinem Radiointerview, ich fahre zum Flughafen und da ist er im Bayerischen Rundfunk und dann wird er gefragt, sag mal, wie gehen Sie denn mit den sozialen Medien um? Darauf sagt der, wissen Sie was, mir ist es wurscht, was irgend so ein Trottel sagt. Und ich denke, Werner, was redest du da? Du bringst dich gerade um. 2 Minuten später denke ich drüber nach und denke, ehrlich gesagt, ja, es ist mir wurscht. Es ist mir, schau, ja. Natürlich den Falschen mit 71 heute, ein Shitstorm mehr oder weniger. Der Beste, wo der mir vorbeigeht, der Shitstorm, da wo er hingehört. um es kurz. Aber ich meine, es ist ja nicht so. Deswegen war es doch nur ich weiß nicht. Ich, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich war damals, als ich zum ZDF kam, war ich 21 und war ein wichtig tuerischer, hochbegabter, großmäuliger Student, habe mich verdächtig gemacht, war aber auch gar nicht so schlecht offenbar. Ob solche Karrieren heute möglich wären oder ob ich mit 21 einknicken würde, weil ich ganz anders eingebunden wäre in soziales, asoziales Umfeld. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich habe nur den Verdacht, dass jüngere Kollegen von mir, Kommentatoren, nicht mehr kommentieren, sondern nur noch beschreiben, weil sie nebendran, während sie das Spiel permanent online sind, auf das Ding gucken, ob da gerade Daumen hoch oder Daumen runter geht. Das allerdings ist eine ziemlich jämmerliche Entwicklung, wenn es das ist. Deswegen, I don't know, eine hypothetische Frage. Mich würde interessieren, weil natürlich haben wir jetzt soziale Medien seit einigen Jahren und haben uns jetzt irgendwie daran gewöhnt, dass da schnell was hochkocht. Aber so ganz unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben sie ja im ZDF dann auch nicht kommentiert, sondern das war dann ja auch klar, dass von Anfang an, ich bin eine öffentliche Person, wenn ich da meine Nase zeige oder meine Stimme zu Gehör bringe. Okay. Und auch da. Reif und bitte guten Tag, Herr Reif und so, natürlich bedient das eine Eitelkeit, das ist der Preis dafür, das ist doch völlig in Ordnung. Ja, aber ich meine jetzt nur, auch da, also es gab ja schon immer Leute, die, es ist ja fast wie das Amt des Bundestrainers, alle denken, ja, das kann ich aber auch, das bisschen gequasselt, das also, bisschen kommentieren und wahrscheinlich denken auch viele, ey, also, oder finden das eben nicht besonders gut oder so. Man wird halt nur von wenigen gemocht und von vielen vielleicht nicht. Wenn ein Fußballspiel stattfindet, spielen wie viele gegeneinander? Wie viele Clubs? 2. Jeder hat seine Fangemeinde. Ja. Doch vorhin gerade hatte ich doch gerade verkündet, dass Fans dumm sind, wie blind und dumm. Warum? Weil kein Hirn und keine Augen, sondern nur Herz. Das heißt, wenn du sagst, für mich ein klarer Eckball, jault die Fangemeinde ab. Ja. Polarisieren. Deswegen, oh, was glaubt ihr, wie oft ich samstags ins Stadion bin und gesagt, so heute polarisierst du aber mal wieder. Seid ihr verrückt? Ja. Nein, die Bayern und die Dortmund-Fans. So, solange die aber bei Bayern gesagt haben, du bist ein Bayern-Horster, und solange die in Dortmund gesagt haben, oh, da kommt wieder die Stimme Bayerns, habe ich nicht alles falsch gemacht. Ich habe das irgendwo mal geschrieben, ich saß in unserem Bürobus. Geil. Ja, Spiegel vor der Allianz Arena, kommt der Fahrer und sagt nach hinten und sagt, komm mal, da vorne ist ein Fan, der will was von dir. Und er dachte, ja, Autogramm, selbstverständlich, wir sind ja volkstümlich. Dann laufe ich vor, steht ein Bayer, aber wirklich ein Älterer mit so einem Bart, dem Hut und Lederhosen und so, schaut mich an und sagt, du, Ralf, aber heute mal objektiv für die Bayern. Das ist vorbei. Als ich das habe in Ruhe sacken lassen, war mir völlig klar, was Sache ist.
Das hängt doch irgendwo bei dem Wohnzimmer, Ralf. Also das wäre alles andere wäre ein Skandal. Ja? Aber das ist im Grunde wie der alte CSU-Spruch, wir brauchen keine Opposition, weil wir sind ja schon Demokraten. Ja. Also, verstehst du, deswegen polarisieren, ja, das hat mir immer nicht übermäßig viel ausgemacht. Ich war auch gestützt von der Redaktion, Körten und danach andere, die das, was ich gemacht habe, geschätzt haben als handwerkliches Können. Und bevor wir zur Brillanz, ich konnte meinen Job und ich kann ihn immer noch. Das klingt arrogant, ist aber nicht so gemeint. Da würde ich gerne einhaken, weil das interessiert mich sehr. Gefallen kann dir das. Oder du kannst sagen, weißt du was, wenn du nur atmest, geht es mir schon auf die Beine. Aber ich kann meinen Job. Ihr werdet mir in den 30, 35 Jahren Job, wenn ihr sehr gut seid, werdet ihr 5 handwerkliche Fehler finden. 5. Nicht mehr. Beim besten Willen. 5. Machen wir uns auf die Suche. Aber übersehen, wirklich in der dritten Zeitlupe kann ich das korrigieren. Das war mir immer scheißegal. Aber wirklich mich verritten in der Ecke oder ein Spiel falsch, einfach nicht sehen wollen, was sich da entwickelt, taktisch was übersehen. Ja, auch von der Emotion, ob das Rickentor war, ob das, also alles, das also ist einfach. Nee, nicht heilig sprechen. Nein. Wirklich, das ist Handwerk. Und ich habe das als Beruf gesehen. Und wenn du so in dir ruhst, weil du deinen Job kannst, kann dich irgendeine Art. Ja, weil sie immer auch top vorbereitet waren. Also weil man einfach als Fan auch gehört hat, also da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, was erzählt denn da jetzt für einen Scheiß? Sondern das war immer klar, okay, der Ralf hat Ahnung von dem. Für mich, da würde ich gerne mal tiefer reingehen, weil wenn wir sie jetzt schon mal da haben, sie sagen, sie haben das Handwerk gelernt, sie konnten ihren Job. Und das ist ein spezieller Job. Weil das ist nicht wie im fürs Heute-Journal als Reporter einen Aufsager machen oder einen Beitrag, ein gebautes Ding und man hat schön seine Zeit, sondern sie sind da direkt da. Was macht den Unterschied? Was muss man können, um diesen Job gut machen zu können? Das würde mich interessieren. Wie lernt man das? Sage ich Jungs, den Jüngeren immer, nur 2 Säulen gibt es. Sprache. Also du musst bitte freundlicherweise eine Sprache haben, dass du es unfallfrei über die Rampe kriegst. Und B, Kompetenz. Das heißt, es kann da unten nichts passieren, was ich nicht erklären kann, weil ich die Regeln kennen muss. Und es gibt komplizierte Regeln. Also jetzt kürzlich, weiß ich nicht, bei in Österreich, bei den Sky-Kollegen, so 5, 6 Jungs coachen und dann habe ich mir vorher so ein DVD angeguckt. Schiedsrichter läuft da, der Ball trifft den, der Ball springt weg und dann müssen die den Ball holen, der pfeift und die holen den Ball. Das dauert so ein bisschen. Und der Kollege schweigt. Und das weiß ich. Ich kenne ein Schweigen nach dem Motto, Scheiße, was ist denn das jetzt? Sag mal, weißt du, was da ist? Was ist denn da? Ja. Scheiße, Mensch, wo seid ihr denn? Hallo! Redet sich mal, Alter, oh mein Gott. Der ist doch der große Star, der soll jetzt. So. Und der kriegt das nicht geregelt, die neue Regel, dass es gibt nicht mehr Schiedsrichter ist Luft, sondern tralala. Ja. Das habe ich dem gesagt. Erzählen Sie mir nicht, dass da irgendwie das Mikro kaputt war. Ich kann Ihnen was sagen. Sie haben diese Regel. Ja, doch, schon. Der hatte einfach nicht nachvollzogen, was gerade Sache ist. Und das meine ich mit Kompetenz. Also du musst wissen, was da passiert, handwerklich, ganz einfach, weil es ein Beruf ist. Ja. Jeder verschissene Schreiner muss mir den Tisch so machen, dass er nicht wackelt. Wenn der wackelt, hat so. Und Sprache, an der Sprache ein bisschen arbeiten, sodass man Lust hat, jemandem zuzuhören. Punkt. Und hat man sie dann auch so trainiert beim ZDF, dass man sagte, hier hast du jetzt ein paar Spiele, du kannst da parallel mit kommentieren und dann hören wir uns das an, wie du das machst? Oder wie lief das? Ah, ich kann ja schon noch ein bisschen rumkokettieren. Ich habe gesagt, Dieter, dazu habe ich keine Lust. Ich habe keine Lust, so laut. Ich habe Lust, mich irgendwo hinzusetzen und dann glotzen irgendwelche Penner und dann muss ich mir das anhören, dass sie das nicht gut finden. Lass mich so Filmchen machen, weißt du, 3 Wochen in Brasilien, Jugendarbeit an der Copacabana, so mehr so diese Dinge, weißt du, so ein bisschen leben und leben lassen. Und sagte, nee, du, ich brauche dich da, glaube ich. Der wollte mich von vornherein als Reporter haben. Das habe ich immer gemacht, weil das war eine linke Nummer, die hat er durchgezogen. Und da hat er gesagt, wir machen jetzt einen Probekommentar. Und ich sage, pass auf, wir machen das. Es ist die Wahrheit. Ist wirklich nicht jetzt in der Rückschau irgendwas geschönt. Er sagt, pass auf, wir machen das. Ich höre mir den Scheiß an. Und ich darf bitte mitentscheiden, ob wir das machen. Also ich. Schön. So, also irgendwas geht. Deutschland, Albanien in Saarbrücken.
Leute. Oh Gott. Wow, das ist aber richtig heiß. Also, ja. Links kommentierte einer und ich saß rechts daneben und machte auch so eine Videokassette. Ja. Quatsche ich das mein eigenes Zeug. Weiß ich noch, eine Woche später, 10 Tage später, sitze ich mittwochs oder dienstags abends, gucke irgendein Europapokalspiel zu Hause, Klingelingeling, damals noch Klingelingeling. Klingelingeling, ja. Dieter, ja, was ist denn? Ja, weißt du was, ich sitze noch im Büro und wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und weißt du was, ich habe mir gerade vorhin so der Deutschland Albanien angehört. Ja, super. Und weißt du was, wir machen das. Das gefällt mir. So. Und danach gab es richtig... Wenn der Chef spricht, ja, ja. Es gab am Anfang richtig Feuer. Beckenbauer, du bist Zauberer. Der Zauberer. Der ganze Müll. Und dann habe ich gesagt, Dieter, also, das ist doch wie ein Waschmittel. Wenn Leute das nicht kaufen, dann lass uns das doch vom Markt nehmen. Ich brauche das wirklich nicht. Und darauf sagte der, allerdings, damals gab es auf der Fernbedienung 3 Knöpfe. 1, 2, aus. Da konnte aber Dieter sagen, ach, weißt du was, dreh dich nicht auf, mein Bub. Wir machen das so lange, wie es mir gefällt. Und mir gefällt das gut. Ob du, und jetzt nochmal zurück zu der Frage vorhin, ja. Ob das heute so ginge, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da werden Zielgruppen befragt. Und, ja. Aber nicht, dass heute jemand sagen könnte, die können mich alle mal, was da so geschrieben und gedröhnt wird. Mir gefällt das gut, wir machen es so lange, wie es mir gut gefällt. Herr Reif, ich wollte noch mal fragen, es gab vor, glaube ich, das gar nicht so lange her. Nichts gegessen, aber macht ruhig weiter. Oh, ja, Entschuldigung. Sie können auch währenddessen ins Mikro schmatzen, wir sind da völlig frei. Ich hätte doch noch 2 knackige Themen. Ich wollte zum einen mal fragen, also kurzum, hat dieses Erlebnis damals Dortmund-Schalke, als die Schalke-Fans das Auto durchrüttelt haben, hat das im Nachhinein irgendwas beeinflusst oder verändert? Ich habe aufgehört, dann klar war das sowas. Ja. Mich selber nicht so doll, aber meine Frau saß neben mir. Und die hatte Panik. Ja. Und der jetzt erzähle ich euch noch ein Geheimnis. Wir waren auf dem Geburtstag von Clemens Tönnies, Schalke-Chef. Und seine Frau ist eine gute Freundin meiner Frau. Die saß hinten im Auto, weil die mit uns gefahren war, weil die sagte, der Alte fährt wieder mit seinem scheiß Mercedes, der ruckt dann wieder im VIP-Raum, dazu habe ich keinen Nerv, kann ich nicht mit euch fahren. Da sage ich, du, pass auf, aber da hinten, das ist, ja, das macht doch nichts. Und dann fahren wir dahin. Und da saß die Frau, Tönnies, saß hinten, meine Frau rechts und links. Dann schütteln die das Auto. Leute, und ich sag euch was, so ein Autoschütteln hat etwas sehr brachiales. Etwas Brutales, weil es so hilflos macht. Und du kennst das nicht. Du hast das nicht im Spektrum. Also, dass dein Auto so kurz vorm Umkippen. Und dann sagt die Frau Tönnies hinten, sag mal, aber da sind ja auch Blaue dabei. Also ihre. Wir waren doch vom Stadion. Und dann sagt, soll ich rausgehen mit denen reden? Da ist er, wenn du nicht sofort den Mund hältst und dich klein machst da hinten. So. Und dann gucke ich und meine Frau hatte Panik in den Augen. Und da habe ich gesagt, pass auf, jetzt wird es mir zu viel. Jetzt, pass auf, das kann nicht sein. Ja. Also, Reif, du Arschloch, Reif, du bist der größte Idiot, Reif, du bist eine Bayern-Sau, alles super bezahlter Nebeneffekt, völlig wurscht. Ja. Aber wenn es darum geht, ein Fußballspiel zu kommentieren und Menschen dann dermaßen, und ein paar Tage später in Dresden, Dortmund spielt Dresden, muss ich quer so rüber und gehe an so einer Fantruppe vorbei, die aber hinter einer Glasscheibe oben waren. Ich musste da an denen direkt vorbei, hoch auf meinen Platz. Dann haben die Bier rübergeschüttet. Mhm. Das ist gut für die Haare, dachte ich. Aber wenn du die Gesichter gesehen hättest, der Glasscheibe. Sowas habe ich noch nie im Zusammenhang, selbst im weitesten Zusammenhang mit mir, irgendwo auch nur im Ansatz erlebt. Das war so ein Hass. Und da habe ich gesagt, pass auf, hier jetzt fliegen hier die Koordinatensysteme völlig in die Luft. Das kann nicht sein. Also, weil ich ein Fußballspiel kommentiere, das geht nicht. Also, wie gesagt, Arschloch, Wichser, hat alles, was hier verbal in Jürgen geschenkt. Aber das, was da in den Augen war und dieses Autoschütteln, das war schon. Da habe ich für mich selber gesagt, weißt du was, wir lassen das, glaube ich. Ja, das ist es nicht. Mal kein Schütteln mehr. Ja.
Herr Rapp, ich wollte noch ein Thema, dann können wir. Was gibt es heute Abend zu essen? Weiß man das schon? Ja, da unten schmort eine Haxe mit. Oh. Also meine Frau, die isst normal nicht so spät. Oh, Entschuldigung. Dann ein Feuer. Lieber Herr Rapp, sagen Sie einfach, es waren die Frankfurter. Ich habe noch eine letzte Frage, weil es wirklich, ich weiß, Sie haben es schon ein, zwei, dreimal erzählt, aber dieser. Das umgefallene Tor, bitte. Darf ich? Ach, bitte. Nein, es tut so leid. Es tut mir leid. Ich schlafe doch sonst nicht. Ja. Aber ist es so ein bisschen, also ist es sowas wie, wenn man der Band sagt, kannst du das Lied noch irgendwie zum 100.000. Mal spielen und die Band sagt, wir haben noch 20.000 andere Lieder, oder sagt man, das ist halt eins meiner Masterpiece und ja, ich erzähle es gerne nochmal. Also das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ja. Nachhinein. Mich hat es damals, als es Preis gab, geärgert, weil ich wollte Preise haben dafür für mein journalistisches Wirken und als super Reporter, der beste Reporter eben auf dem Globus und überhaupt aller Zeiten, dafür wollte ich Preis haben. Kriegte aber den Preis dafür, und der Stoiber, der hat uns den damals gegeben, die auch mir, und dann sagte der Schwein, der Staatskanzler, ich habe mich so amüsiert und ich denke, du Arsch, aber ich habe dort danach noch ein Spiel kommentiert. Das gehört, Peter, das weiß ich noch. Geguckt. Das begann irgendwann um 22:30 und ging bis Mitternacht. Ja, auch ein bisschen Kaffee trinken. Und als ich unten kam, fix und fertig, sagte er, du, das war nicht schlecht, Freunde. Ja, na prima. Freut mich für dich. Also das war das Tausend. Das war Fernsehgeschichte, Herr Reif. Ja, also mega. Wir sind heute immer noch eng befreundet, seit wirklich 30, 35 Jahren. Ist nichts Bedeutendes, ist eine Freundschaft geworden. Und die ist so, wie sie ist. Und damals waren wir schon befreundet und wir hatten Vertrauen zueinander, ohne es uns jetzt vorzunehmen. Lass uns doch die Legende killen endlich. Wenn uns jemand gesagt hätte, Leute, ihr seid doch sonst so lustig. Und glaubt mir, wir sind beide so lustig, dass unsere Frauen so nach 5 Minuten sagen, oh, die Herren sind heute wieder gut gelaunt, weil es anstrengend wird. Wenn uns damals jemand gesagt hätte, Leute, ihr seid doch sonst so, ihr seid doch so witzig. Jetzt, wir haben ein Problem. Jetzt macht ihr mal 72, 76 Minuten, macht ihr mal bitte ab. So. Weißt du, was wir gemacht hätten? Ja, klar. Schönen Abend noch. Ihr trefft uns unten am Bürstchenstand und wenn es weitergeht, dürft ihr uns gerne wiederholen. Das hat aber keiner gemacht. Am Anfang haben die noch reingequatscht in unseren Unsinn. Und dann haben die gemerkt, nicht quatschen, nicht reinquatschen jetzt. Die bescheuert, die zwei Affen da, machen gerade. Aber wirklich vom Allerfeinsten. Ja, aber für mich ist das auch eben die Situation erfassen und da auch drin bleiben und das zu beschreiben, was da ist. Also das ist für mich schon eine Leistung. Pass auf, das spanische Fernsehen zeigte den Himmel über Madrid, weil es denen peinlich war. Frag heute noch mal bei Real Madrid, sag mal, wie war das damals mit dem Tor? Ganz schmale Lippen, ganz schlecht, kein gutes Thema. Heute haben die 5, 6 Tore da unten hängen. Das habe ich mir nach Pipi riecht in dem Bernabeu, da hängen Tore. Denen passiert es nie wieder, dass ein Tor fehlt. So. Also, das Ganze war eine Nummer, die sich selber auf einmal entwickelte. Und dann haben wir alle das laufen lassen. Und zwischendurch, ich weiß noch, einmal kurz dachte ich, aber sie haben mir den Arsch offen. Was reden wir denn da? Es ist heilige Champions League-Zeit. Halbfinale in Madrid. Da, über was? Ich erzählt, dass ich morgens in Ikea-Regal bei mir im Keller, der war so schmal, der Keller ist gerade auf die Seite aufgebaut. Und habe gemerkt, falsch rum. Ich habe das Dreh ja von hinten zu. Jetzt muss ich es umdrehen. Du kannst aber so ein Regal auf so einem Platz nicht umdrehen. Also wieder abschrauben. Und das habe ich erzählt. Ich denke auf einmal, was redest du denn dann? Und ich dachte, erzähl doch mal. Du bist doch auch ein großer Handwerker. So. Und so kriegte das eine Eigendynamik. Wir hatten einen Regisseur, mit dem wir befreundet sind. Der zeigte nicht den Himmel über Madrid, sondern zeigte, weil er eine eigene Kamera hatte, zeigte uns das Zeug, was andere gar nicht gesehen haben. Ja. Kannst nicht erzählen, im Himmel ist Jahrmarkt, wenn du die Bilder nicht dazu hast. Das ist nicht gut. Das kannst du in einem Buch machen, aber nicht Fernsehen. Fernsehen, wenn Leute sitzen, wollen sie sehen. Und der zeigte die Bilder. Wenn der uns die Bilder nicht hätte zeigen können, wäre das auch nicht so gelaufen. Ja. Insofern, nichts kleinreden, großartig, wird auf meinem Grabstein stehen, alles gut.
aber es ist eine Legende, die nicht... Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan. Bitte die Schlussfrage, wie bereitet man sich auf sowas vor? Das ist meine Frage. Über Hunderte. Ja, wissen Sie... Das finde ich großartig. Das könnte ich vielleicht als Impro-Schauspieler gut beantworten, wie man sich auf sowas vorbereitet. So ist es. So ist es. Auf Impro. Und für mich ist ganz wichtig, einfach nur zu sagen, das Buch war den Ecken etwas beschädigt, daher nur 4 Sterne, Herr Reif. Damit ist für mich alles geklärt. Gut. Dann gebe ich euch als letzte Pointe in einem meiner Bücher davor, die ich noch ernst gemeint habe und die wichtig, literarisch wichtig waren. Da ging es auch um Fanreaktionen. Und da habe ich als ein Quote ganz vorne reingeschrieben, das, was mir jemand mal wirklich geschrieben, an Sky geschrieben hat. Unter den Arschgeigen bist du die Stradivari. Hey, damit ist doch alles geklärt. Das kommt ich sage, Herr Reif, guten Appetit, liebe danke. Grüße und wir freuen uns sehr nächste Woche Dienstag wieder um 20 Uhr. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Herr Reif, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. So, Sensation.